Willkommen zu einem neuen kurzen Video von Heimnetzwerk und www.heimnetzwerk.com. Heute zeige ich dir mal, wie du das Snipping-Tool über die Drucktaste aufrufen kannst, wenn du dieses denn überhaupt nutzt. Falls du vielleicht gar nicht weißt, was das Snipping-Tool ist, dann klick doch mal in das Suchfeld und gib hier einfach Snipping ein. Dann wird dir hier das Snipping-Tool angezeigt, klick das mal an und es öffnet sich hier ein kleines Fenster. Das Snipping Tool ist eine kleine Anwendung, mit der du Kopien von Bildschirmausschnitten erstellen kannst. Wenn Windows 11 nagelneu installiert ist, dann sollte eigentlich der Aufruf des Snipping Tools über die Drucktaste funktionieren. Aber wenn du jetzt mittlerweile vielleicht eine andere Wendung programmiert hast, dann könnte es durchaus sein, dass diese die Drucktaste übernommen haben, um beispielsweise Screenshots zu erstellen. In unserem Fall ist es so, wenn ich also jetzt das Snipping Tool schließe hier und die Drucktaste drücke, dann wird das Snipping Tool nicht geöffnet. Und ist das dann auch bei dir so der Fall? Dann gehst du in folgende Einstellungsseite, um das zu ändern. Klicke auf den Windows-Button, dann auf das Rädchen für die Einstellungen. Im linken Menübereich gehst du bis zur Barrierefreiheit. Und im rechten Bereich scrollst du so weit nach unten, bis du die Tastatur findest. Und im Tastatur-Konfigurationsbereich scrollst du ebenfalls ziemlich weit nach unten, bis du hierher kommst, wo steht Verwendung der Drucktaste zum Öffnen der Bildschirmaufnahme. Das bedeutet nichts weiter anderes, dass das Snipping-Tool dann über die Drucktaste aktiviert wird. Also stellen wir mal den Schalter auf 1. Und drücken mal die Drucktaste und zack. Und schon werden hier oben die Bedienelemente für das Snipping-Tool wieder eingeblendet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem heutigen Video. Wieder ein kleiner Tipp für die tägliche Arbeit. Wenn er dir gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und ein Abo von dir. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und www.heimnetzwerk.com.